Ja, für mich persönlich ist natürlich wichtig, falls ich wieder im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bin. Wir haben ja ab 2015 bei den Milchbauern neue Regelungen. Und ich komme aus einem Gebiet, auch relativ klein strukturiert, und das spiegelt Bayern ein bisschen wider. Und da wäre es wichtig, dass man auch sinnvolle Nachfolgeregelungen nach der Milchkontingentierung finden. Das wäre für mich jetzt im ersten Moment ein wichtiges Aufgabengebiet. Aber insgesamt geht es natürlich um viele Details und Probleme, die die Menschen bewegen, und die tragen sie uns ja zu. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke der Freien Wähler, dass wir vor Ort tätig sind, dass wir die Situation kennen, und das werden wir weiterhin so fortführen, auf die Menschen zugehen und versuchen, die Probleme nach München hereinzutragen.